Ayo, normal gebe ich einen Scheiß drauf. Doch jetzt mach ich's Maul auf und scheiß mich aus. Ich bin immer nice und gut drauf, doch bei Reizung lass ich den Tyson raus. Album 2 ist raus, ihr seid heiß drauf und hab's gekauft. 100.000 sind raus, der Rest ist auf Napster drauf, um die Tracks zu klauen, ihr Wichser. Beraubt mich der Pate für Frauen und Kinder, versteht, ich lebe von dem Ding, doch das peilt ihr eh nicht, ihr Spinner. Doch wer weiß, vielleicht gibt's ja doch noch wen, der es begreift. Rap ist Musik und Musik ist Kunst und Kunst hat einen Preis. Mein Plattendeal ist einfach gesagt ein Arbeitsvertrag ohne festen Lohn, denn ich werde für getane Arbeit bezahlt. Das heißt, wenn sich mein Album verkauft, dann kriege ich Prozente. Wenn ihr euch das per Download im Netz holt, kriege ich Niente. Doch weg von mir, denn ehrlich, ich werde schon nicht dran krepieren. Also lass uns ein Stück zurück und das Plattenbusiness studieren. Seid ihr mit mir? Mein Label errechnet Erfolg nach Zahlen. Nicht wie für mich feiern, sondern wie viele fürs Album zahlen. Wie viele von euch tatsächlich im Laden waren, um es zu kaufen. Bestimmt auf welcher Chartposition sich die Tracks belaufen. Und das bestimmt dann wieder, wie oft unsere Videos laufen. Weil MTV und Viva nur zeigen, was Quoten raufbringt. Deswegen läuft im Fernsehen oft Schrott, ohne den ihr auch könnt. Doch gar nichts wird sich ändern, wenn ihr es den Sendern nicht aufzwängt, also kauft euch, was ihr liebt, denn das demonstriert, was ihr wollt. Sonst gehen die Toys weiter Gold und der wahre Shit bleibt bei Holz. Und das ist mein Scheiß Ernst.